Für 1500 Euro bekommt man eine Couch, ein Mountainbike, einen Fernseher oder dieses Auto hier. Das ist der Tata Nano und der kostet tatsächlich neu nur 1500 Euro. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was kann das Auto und wie sicher ist es? Wir sind in Neu-Delhi, Hauptstadt von Indien. Hier herrscht immer viel Verkehr. Das ist der Tata Nano, das billigste Auto der Welt. Wir wollen testen, was das Auto kann. Wäre das auch was für uns in Deutschland? Um einen ersten Eindruck zu bekommen, fragen wir Tata Nano-Fahrer, ob sie uns mal ein Stück mitnehmen. Hallo, könnten wir bei Ihnen mal mitfahren? Klar, steigt ein. Ob hier überhaupt das ganze Team reinpasst? Seit 2008 gibt es den Tata Nano. In seiner günstigsten Ausführung kostet er nur 1500 Euro. Oh, ist ganz schön eng hier, ha? Die Beinfreiheit ist eingeschränkt, aber es passen immerhin 4 Personen in den kleinen Stadtflitzer. Unser Gastgeber heißt Ved Prakash Bhatia. Er ist ein großer Fan seines kleinen Autos. In Indien ist es auf den Straßen immer voll. Da ist ein kleines Auto ein Muss. Mit diesem Wagen findet man auch überall einen Parkplatz. Der Komfort ist schon grenzwertig. Immerhin hat sich Bhatia ein paar Extras einbauen lassen. Das hier ist quasi die Luxusvariante des Nano. Im Basismodell fehlen diese Extras. Ich habe hier zum Beispiel ein Handschuhfach. Und insgesamt 4 Lautsprecher. Außerdem ist das Radio integriert. Und die Schaltung ist Automatik. Auch ohne diese Extras macht das Billigauto keinen so schlechten Eindruck. Erstes Fazit von Ulrike vom Rücksitz. Also es fühlt sich auch gut an, wenn man jetzt so drin sitzt. Es ist nur leider ein bisschen unsicher und ein bisschen eng. Die Luxusversion kennen wir jetzt. Das Team will aber das billigste Auto der Welt fahren. Wir brauchen das Basismodell. Und das kommt hier. Über einen Freund unseres Übersetzers kommen Ulrike und Dominik an ein älteres Basismodell. Neupreis 1800 Euro, denn der Besitzer hat sich unter anderem einen zweiten Außenspiegel als Extra gegönnt. Tata stellt eigentlich LKW her. Irgendwann kam die Idee für ein Auto, das sich jeder leisten kann. Dafür musste gespart werden. Es gibt nur einen Scheibenwischer oder nur 3 Radmuttern anstatt der üblichen 4. Alles, was nicht unbedingt nötig ist, hat dieses Auto auch nicht. Okay. Da gibt's wirklich keine Klappe. Komm, wir gucken mal von der Seite, wie man das aufmacht. Muss man für wenig Geld etwa auf einen Kofferraum verzichten? Die Heckklappe kostet extra. Guck mal, hier sind Kordeln. Ja, die kannst du ziehen. Okay. Zieh mal nach oben und dann zu uns ziehen. Ja, das ist ja praktisch. Warte mal. Ah, geil. Guck mal da. Ja, die Boxen. Die beiden wollen wissen, wie viel in den Nano reingeht. Ist der Kleinwagen im Alltag noch praktisch? Etwa 80 Liter fasst der Stauraum hinterm Rücksitz. Zum Vergleich, der Kofferraum von einem Smart hat 135 Liter, andere Kleinwagen im Schnitt 300 Liter. Und dass die Tür immer wieder zufällt, das macht mich wahnsinnig, wirklich. Das macht mich irre. So was kann ich überhaupt nicht leiden. Komfort kommt hier nicht vor, aber es geht viel rein. Das mit dem Platz ist ja auch Ansichtssache. Vielleicht denken wir da zu deutsch. Dass der Tata Nano ein Raumwunder ist, beweisen uns diese Herren. In Indien fährt man auch gerne mal zu viert Motorroller. Warum also nicht mit 7 Mann in den Nano? Aber wie fährt sich nun das billigste Auto der Welt? Ulrike und Dominik gehen auf Testfahrt. Beine stoßen überall an. Ich bin jetzt kein Riese mit 1,80, aber man muss sich hier schon irgendwie ein bisschen arrangieren. Sicherheitsgurte gibt es zumindest, aber nur vorne. Kein Radio, keine Klimaanlage, keine Servolenkung.
Als der Tata Nano auf den Markt kam, hatte das Basismodell nicht mal einen Rückspiegel auf der Beifahrerseite. Das fühlt sich halt alles ziemlich günstig an. Also es ist halt alles Plastik. Es ist jetzt nicht das ultimative Sicherheitsgefühl, was ich hier verspüre. Aber es fährt auf jeden Fall. Es hat vier Räder, es fährt. Und ich glaube, das ist das, was in Indien endlich auch zählt. Ja. Kann das Billigauto auch schnell? Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 100 km pro Stunde angegeben. Dominik ist sogar schneller unterwegs. Guck mal da, siehst du das? Oh, wir fahren jetzt im roten Bereich. Und dann fängt da hier an, so eine Motorleuchte zu blinken. Ich glaube, ich fahre mal ein bisschen langsamer. 110 waren schon zu schnell für den Nano. In Indien gibt es keinen TÜV, keine gesetzlich geregelten Crashtests. Haben die Hersteller auch bei der Sicherheit gespart? Wir wollen testen, ob zumindest die Bremsen funktionieren. Als Referenz tritt der Hyundai unseres Übersetzers an. Der Nano schneidet hier recht gut ab, kommt knapp 70 cm eher zum Stehen. In Indien gibt es unzählige Kreisverkehre. Ulrike testet, wie der Nano um die Kurve kommt. Jetzt ist mir schon ganz schön schlecht nach den ganzen Kurven fahren und das ist auch wirklich anstrengend. Also ich muss richtig knüppeln, um die Kurven zu kommen, weil es auch keine Servolenkung gibt. Könnte der Tata Nano auch in Deutschland fahren? Was sagen Experten zur Sicherheit des billigsten Autos der Welt? Der ADAC und das Europäische Autotestinstitut NCAP haben den Nano unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse des Crashtests waren verheerend. Der Tata Nano bekam in allen Kategorien 0 Punkte. Ein NCAP-Verantwortlicher erklärt in der Videokonferenz, was das genau bedeutet. Das Fahrgestell ist so schwach, dass es einfach zusammenbricht. Airbags einzubauen wäre sinnlos, man wäre schon vorher tot. Das ist ein sehr unsicheres Fahrzeug. Abgesehen von den Sicherheitsmängeln ist der Tata Nano perfekt für den Stadtverkehr. Er verbraucht nur 4 Liter auf 100 Kilometer. Dominik hat den kleinen Flitzer trotz seiner Mängel nach einem Tag Testfahrt irgendwie ins Herz geschlossen. Also Fazit, für 1500 Euro kriegt man auf jeden Fall eine Menge Auto. Und das ist der perfekte Stadtflitzer, besonders für die Großstadt, wie Delhi eine ist. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich den nicht mit nach Deutschland nehmen kann, weil da hat er keine Zulassung und bekommt auch nie eine Lizenz. Und das ist auch gut so. Übrigens, die Nachfolgemodelle kosten schon 1000 Euro mehr, sind aber auch nicht sicherer.